Ja, moin Freunde. Wie versprochen gibt es jetzt eine richtige Bestandsaufnahme von der Eclipse D30. Ja, wir sehen können, wir sind schon mal angefangen zu polieren, haben es dann leider nur bis zur Motorhaube geschafft und der Rest wird dann auf morgen verschoben. Da es leider schon so ein bisschen später ist heute und wir wollen die angrenzenden Nachbarn nicht so nerven, weil meine alte Poliermaschine dann doch ordentlich laut ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Kurz zum Auto. Eclipse D30 von 96. Das heißt Vor-Facelift, wenn ich mich nicht irre. Woran sieht man, dass es ein Vor-Facelift ist? Zum einen an der Stoßstange. Das ist die Vor-Facelift. Wir blenden einfach mal eine Nach-Facelift ein. Bei der Facelift-Version sind hier noch zwei kleine Reflektoren, würde ich jetzt einfach mal sagen, sind da auch noch verbaut. Und ein weiterer Aspekt, wo man erkennt, dass es ein Vor-Facelift ist. Ich meine, okay, Motoren sehen, glaube ich, gleich aus, sind auch beides 2-Liter Motoren. Aber der hier bietet 141 und der Facelift bietet 146. Die GSX-Modelle jetzt mal, also die Turbo-Modelle jetzt mal außen vor. Das ist natürlich kein Turbo. 16 VD OAC, 2 Liter, sehr träge. Aber man muss bedenken, das Auto wiegt auch knapp 1,4 Tonnen. Und der Vorbesitzer hatte einen Subwoofer drin. Das blenden wir jetzt mal kurz ein, wie wir den rausgeholt haben und was das für ein Oschi war. Ja, im Prinzip gibt es hier nicht viel zu sehen. Ein K&N-Luftfilter. Neue Batterie haben wir direkt schon reingemacht, weil die ja total fritte war. Im letzten Video schon gesagt. Dann sieht man natürlich schön viele Servicezettel hier. Und was schade ist, bei jedem Service wird anderes Öl reingemacht. Ich glaube, hier war mal 5W30. 5W30, okay, nochmal 5W30. Hier war 5W40. 5W40. Ja, also es wurde immer zwischen 5W30 und 5W40 gewechselt. Ja, das einzige Manko ist hier der Schlauch zum Kühler hin. Das ist ein Marderschaden gewesen, der hat die obere Schicht davon angenagt. So wurde mir das gesagt. Aber der ist auch schon neu bestellt. So, jetzt gehen wir mal weiter. Hoppala. Schöne Ledersitze. Schön ist ein bisschen übertrieben, wie man da sieht. Sind aber dennoch sehr bequem, muss ich sagen. Hat normalerweise die Stoffausstattung. Die können wir euch mal kurz einblenden, was das eigentlich für eine Ausstattung war. Die sind nachträglich reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich Sitze von einem Eclipse sind. Ob die es mal wirklich mit Lederausstattung gab, also die D30. Oder ob die von einem anderen Modell sind. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Jo, was man noch sieht hier, die Türpappen mit dem Busmuster hier. Findet man auch in jedem x-beliebigen Bus auf den Sitzen. Was verbaut worden ist, ist glaube ich ist ein Plasma-Tacho, der wurde verbaut vom Vorbesitzer. Dann diese schönen Carbon-Elemente. Ich habe tatsächlich drei Eclipse D30 bei Kleinanzeigen gesehen, und die ich gespeichert hatte. Und zwei davon hatten diese Carbon-Elemente. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das wirklich so war, ob man das auswählen konnte. Oder ob das nachträglich von beiden genau die gleiche Optik verbaut worden ist. Ja, ziemlich lustig. Genau, Himmel ist nachträglich mit Alcantara bezogen worden, was ich persönlich sehr, sehr schön finde. Das habe ich in meinem ersten Golf, an dem ich Schrauben gelernt habe, habe ich das auch gemacht. Sah leider nicht so cool aus. Ich weiß gar nicht, ob ich davon noch Bilder habe. Ich werde mal welche raussuchen und euch die einblenden. Ja, an Felgen. Das sieht für mich aus wie serienmäßige Felgen. So sieht es wenigstens aus. Einen schönen Kumus, 17 Zoll, nicht schlecht, aber geplant ist natürlich was anderes. Unter anderem ist eine Komplettanlage verbaut von Remus, kannst du mal zeigen, Upcut. Ja, die meisten von euch sehen wahrscheinlich, dass da mal ein Silencer drin war.
Den haben wir natürlich rausgebaut. Soll sich auch noch was anhören bei der Soundprobe gleich. Der Spoiler, die waren ja alle gleich bei den ganzen Modellen, außer bei den GSX-Modellen. Die hatten diesen etwas höheren, runderen Spoiler, den ich persönlich auch viel, viel schöner finde. Den ich aber leider nirgends finden kann. Also wohl oder übel wird der draufgelassen. Finde ich jetzt nicht schlecht. Der GSX-Spoiler wäre natürlich noch was anderes. So, falls ihr euch auch überlegt, mal einen Eclipse zu kaufen. Es gibt diverse Sachen, wo ihr darauf achten solltet. Es gibt bestimmt noch mehr, aber das sind so die essentiellsten für mich gewesen. Die Wagenheberaufnahmen, die Schweller auf jeden Fall. Und was beim Eclipse im Prinzip, was Rost angeht, am schnellsten mal scheiße ist. Das zeige ich euch jetzt ganz schnell. Oder was am schnellsten mal Probleme macht. Das sind die Dome. Achtung. Wie ihr bei dem sehen könnt, der bröselt schon. Hat ein kleines Loch hier, zum Glück nur oberflächlich. Das habe ich extra damals geguckt, als ich den gekauft habe. Also sprich, ist es noch nichts durch und alles noch sehr stabil von innen. Nur das obere fängt an zu knuspern hier und wie man hier sehen kann, ist das schon ein bisschen weit weg. Ist natürlich sehr unvorteilhaft, dass das genau hier rostet, weil hier die ganzen Stahlleitungen rüberlaufen. Sprich, alles rausreißen, wieder schick machen und alles wieder zurückbauen. Und im Motorraum schweißen ist eh eine Kunst für sich, meiner Meinung nach. Was noch wichtig ist, ist Zahnriemen. Das ist nämlich eine Arbeit, die nicht ganz so einfach ist, auch weil der zwei Zahnriemen hat. Ich habe mich nämlich ein bisschen mit Mirko und Björn von Furious Parts unterhalten und die haben mir so ein paar Sachen geschildert. Sprich, wenn die Zähne zum Beispiel ein Zahn verstellt sind, läuft er wie ein Sack Nüsse. Wenn ihr euren Wagen zu Mitsubishi Vertragswerkstatt gebt, dann zahlt man gut und gerne mal 1,3, 1,4, 1,5, habe ich gehört. Und wenn er dann nicht läuft, ist natürlich sehr scheiße. Der Zahnriemen kommt nächstes Jahr auf uns zu, höchstwahrscheinlich. Der ist schon ein paar Jahre alt. Ich meine, der hat erst 50.000 auf dem Buckel. Die halten mehr, aber das ist noch ein paar Jahre her. Ich glaube, das ist, lass mich nicht lügen, das ist bestimmt schon 6 Jahre her, dass der gemacht worden ist. Und das ist schon eine ordentliche Zeit, oder 7 Jahre. Und ich glaube, man sagt ja entweder 70.000 bis 90.000 oder eine gewisse Anzahl an Jahren. Meiner Meinung nach, bis man den wechseln sollte. Und spätestens nächstes Jahr, wenn der nächste tüffelig ist, dann wollten wir das eigentlich machen lassen. Wenn er dann noch unter uns weilt, was ich hoffe. Ja, und sonst was gemacht werden muss oder was wir auf jeden Fall machen. Einmal alle Flüssigkeiten wechseln. Ist immer auf der sicheren Seite, wenn ihr ein neues Auto kauft. Ja, und alles andere ergibt sich spontan, würde ich sagen. Ich hoffe, der Wagen gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt auch Bock, ein bisschen Content zu dem zu sehen. Nächste Woche geht es auf jeden Fall erstmal weiter mit dem Golf-Projekt von uns. Auf jeden Fall. Ja, allgemein hoffe ich, dass euch das gefällt, wie wir das so handhaben, dass ein bisschen Golf kommt, ein bisschen Japaner mal. Könnt gerne eure Meinung in den Kommentaren raushauen, gerne einen Daumen nach oben geben und das Abonnement nicht vergessen, meine Freunde. Ja, Leute, das Beste kommt zum Schluss. Wir geben euch jetzt eine kleine Soundprobe. Einmal, wie der sich im Stand anhört, dann drücken wir ein paar Mal auf den Pin. Ich sage einfach so, genießt die Soundaufnahmen. Der hört sich echt geil an. Ich hoffe, das kommt auf dem Video auch so rüber. Aber ohne Silencer ist echt schon, ist echt ordentlich. Sag ich mal so. Dafür, dass der Auspuff eine E-Nummer hat und Papiere hat, ist der hardcore laut. Also Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal.